So, der lyrische Schlächter mit der gelben Plastikmaske ist zurück. 2 Jahre nach seiner Todesliste, mit der er die damaligen JMC-Teilnehmer lyrisch mit Lines beerdigte, kehrt der Sprachgesang-Schlächter zurück. Besser denn je. Entertainments Kampfansage im JBB 2018. Doch bevor wir mit meiner Analyse beginnen, frage ich euch mal, was sind die ersten 3 Wörter, die euch nach Entes Kampfansage direkt einfallen? Schreibt sie mir mal unten in die Kommentare. Das hier waren meine 3 Wörter. Beginnen wir beim sprachlich von mir alliterationsakzentuierten Technikteufel. Ente hat eine Reimtechnik, die weltbewegend ist, wie wenn ich mit meinen Patscheflossen am Globus drehe. Wenn Rap-Anfänger etwas über Rap-Technik lernen wollen, dann wäre mein Tipp, studiert die Technik des Duckfaces. Er startet seine Kampfansage mit einer 4er-Reimfolge von Leuchten, Bringen, Teufel, Singen, Feuer, Krümmen, Neu erfinden. Das ist schon als Intro technisch gesehen ganz stark, allerdings nicht für unseren Technikteufel. Er baut auch noch zusätzlich einen Binnenreim in der zweiten Line ein: Dämonen wohnen. Das Ganze verdichtet sich klanglich mit dem vorherrschenden O-Sound, den ich euch mal koloriere. Als wäre das nicht gut genug, baut der technische Anfang von Entes Kampfansage eine kontextuelle Brücke zu seiner Todesliste, die er technisch fast identisch gebaut hat. Das kann halt nur eine lyrisch versierte Entenvisage. Technisch betrachtet baut er auch noch Verbindungsreime ein. Das sind Reimkonstruktionen, die am Anfang einer neuen Line stehen und sich auf den vorhergegangenen Reim am Ende der letzten Line reimen. Dadurch entsteht lyrisch eine gewisse Dichte und Zusammengehörigkeit der Lines und der gesamten Strophe. Technisch stark greift er den Vokalsound in seiner Hook wieder auf und hat anscheinend Freude daran gefunden, auf dem Wort Dämonen zu reimen. Kleine Reim-Challenge für alle kleine Enten da draußen. Wer findet die meisten Reime auf Dämonen? Auf die Reime, fertig, los. Er nutzt auch noch den Hashtag-Reim als technisches Stilmittel, um seine Lines auszuschmücken, wie in dieser Line hier mit dem Hilly Billy Boy. Gleichzeitig ist das stilistisch auch noch ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung, die ich euch jetzt erklären werde in meinem zweiten Videokapitel namens Punchline-Penetrator. Entertainment zeigt uns Flossengeschöpfen, wie man vorgeht, um geniale Punchlines zu schreiben. Punchlines bestehen in ihrem innersten Kern fast immer zu 99,9% aus lyrischen Stilmitteln. Je mehr man von diesen Stilmitteln kennt, desto höher kann die Punchline-Dichte werden. Ente hat Punchlines studiert. Hier mal ein paar Punchline-mäßige Kostproben. Die Bedeutung deines Namens ist, dass ich vor dir gelegentlich paar Kleinkinder verbeugen, um zu blasen. Und reitet David Knight. Gibt's auf Schwänzlich Spagat, da wurde mir klar, das ist ein Pirate, wie ein englischer Pirat. Sehr nicer Diss gegen Herr Kuchen, der durch seine Namensgebung quasi schon dazu einlädt, diesen Fakt zu beschießen. Ente nutzt dazu das Stilmittel der Doppeldeutigkeit. Im Rap nennt man das Spit. Das Spit kann ein Wort sein oder eine Wortfolge, die eine mehrfache Bedeutung in sich trägt. Bei Verbeugen, um zu blasen, eben die Bedeutung, dass der Geburtstagskuchen ausgeblasen, also ausgepustet wird. Und zum anderen frontet Ente Kuchen als Pädophilen. Rein auf lyrischer Ebene, durch den Gebrauch des Spits. Ente hat einige Spits in seinen Text eingebaut, die ich sehr, sehr nice fand. Zum Beispiel diesen hier. Amigo. Verdachten, es wird beim Mexikaner laufen. Doch wenn ich vor dem Penner meine Mexikaner laufen. Ente hat so viele geile Punchlines, da lohnt es sich eigentlich, eine eigene Punchline-Topliste draus zu machen. Also wenn ihr Bock habt, eine detaillierte Analyse der Punchline zu bekommen, zeigt es mir mal in den Kommentaren mit dem Hashtag Entenanalyse. Dann suche ich die besten Lines für euch raus und erkläre sie euch. Wie zum Beispiel diese hier, die ich mega geil fand. Die geht gegen Timematic und seine Vorliebe für die türkische Sprache. Als Ente rappt: Timematic, du Scheißer, kapierst, du bist eine Null. Ich sagte, bringt mir die türkische Eins, doch meinte Bier. Sehr nice Line, die man mit etwas Hintergrund in der türkischen Sprache versteht. Dort bedeutet das Wort Eins, nämlich übersetzt Bier. Ente macht daraus allerdings das deutsche Bier, also baut er hier wieder einen nicen Spit ein, um Timematic mit dessen türkischen Sprachvorlieben zu dissen. Entes Punchlines sind einfach überragend aus verschiedenen Gründen. Er kennt unglaublich viele Stilmittel zum Bau von Punchlines, wie den Vergleich, die Wortneuschöpfung, die Übertreibung und die Spits. Er kombiniert das Ganze mit einer gottgleichen Reimtechnik und findet ein lyrisches Vokabular, das zu seinem Charakter passt und wo keiner den Eindruck bekommt, das wären abgedroschene Phrasen, auf die jeder kommen könnte.
Mein drittes Wort, das mir nach der Kampfansage einfiel, war Blut. Ente zeigt nicht nur tonnenweise Blut in seinen Battle-Runden, sondern er blutet für die Musik. Absolute Leidenschaft für den Stift und den Zettel. Daher rufe ich euch auf, Entes neues Album mit dem Namen Teufel sei Dank, zu dem es bisher nur das verpixelte Cover hier gibt, in der Boxversion zu kaufen. Bisher belegt Ente den 5. Platz in den Amazon-Charts, aber ich glaube, dass da noch mehr möglich ist. Also Gas geben und Ente supporten. Den Link zum Album packe ich euch in die Videobeschreibung. Euch danke ich fürs Zuschauen und denkt an den Hashtag Entenanalyse, falls ihr die Punchline-Topliste sehen wollt. Daumen da lassen und bis bald.